Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Project Castaway und wir werden uns gemeinsam mal die komplette erste Insel anschauen und je nachdem, ob wir es zeitlich schaffen, dann vielleicht auch eine zweite. Ja, wir gucken einfach, wo sind die Geheimnisse, was gibt es für Pflanzen und so weiter. Kommt auf meinen Discord, falls ihr es noch nicht getan habt und lasst natürlich gern ein Abo da, wenn ihr wollt. Und in dem Sinn, meine Lieben, ich wünsche euch viel Spaß und let's go! Ja Leute, wir sind hier im Spiel. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist ein wirklich eklig regnerischer Tag. Wir haben jetzt fast 4.30 Uhr am Morgen und ich stehe hier in meiner Hütte. Das ist tatsächlich nicht die Hütte, die ich im Bauvideo gebaut habe, sondern eine Hütte auf der Hauptinsel. So sieht sie von außen aus. Was ist das eigentlich für ein scheiß Wetter gerade? Das ist ein bisschen doof. Deswegen möchte ich eigentlich gerne warten, dass es irgendwie schön ist, damit wir auch auf Erkundungstour gehen können. Hier habe ich in meiner Hütte noch dieses, ja, wie nennt sich es denn? Den Prep-Table gebaut, beziehungsweise bin gerade dabei, ihn zu bauen. Und die wichtigste Frage aller Fragen, die ich an euch habe, ist dieser blöde Ofen. Wenn ich jetzt hier E gedrückt halte, dann sagt er mir, ich muss zuerst Shards inside, also Eisen-Shards oder halt Erz-Shards reinpacken. Wenn ich dann in meinen Rucksack gehe, habe ich jetzt noch Shards hier? Nee, habe ich gerade leider nicht. Aber draußen sind die Shards. Wartet mal schnell. Genau hier. Da, ich nehme jetzt mal Granit-Shards. Gehe zum Ofen. Öffne meine Rucksäcki. Und lege die hier rein. Aber, wie ihr sehen könnt, fallen sie immer wieder hier raus. Jetzt weiß ich nicht, ist das ein Bug oder mache ich irgendwas falsch? Wenn ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. So, und ich möchte jetzt ganz kurz, bevor wir losdüsen, den ganzen Scheiß hier mal reinschmeißen. Den braucht nämlich gerade kein Mensch. Und dann haben wir den Rucksack leer. So, die Kokosnuss, die essen wir jetzt mal. Was haben wir hier noch alles? Das können wir mal drin lassen. Okay, jetzt scheint auch die Sonne. Wunderbar. Hier nochmal die Hütte von außen. Lasst uns mal schnell was trinken. Und dann kann es ja eigentlich auch schon losgehen. Wo ist denn mein Speer? Da, den nehmen wir mit. Und ja, was habe ich denn hier sonst noch gebaut? Hier ist mein Bett, was ich am Anfang gelegt habe. Das kann man noch kaputt machen. Und hier bin ich gerade dabei, schon ein Floß zu bauen, damit wir dann auch die anderen Inseln erkunden können. Hier ist übrigens ein Hai. Ich weiß tatsächlich nicht, was passiert, wenn man zu dem hinschwimmt. Wir können ja mal gucken. Jetzt ist er weg. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Er ist so nah. Frisst der mich? Oh. Nein, irgendwie will ich es nicht tun. Wir gehen weiter und erkunden. So, wir haben ja nämlich in unserem Buch auch zum Beispiel die Seite hier mit den Treasures. Und wir finden auf der Hauptinsel nämlich ja auch schon welche. Außerdem gibt es natürlich hier übelst viele Pflanzen, die man finden kann. Und ich hätte gesagt, jetzt schauen wir uns das halt einfach mal an. Ich kenne die Pflanzen schon. Hier ist noch eine Coconut. Ich weiß natürlich nicht, ob ihr sie schon kennt, aber ja, einfach mal ein bisschen rumschauen hier. Hier haben wir jetzt ein erstes Erz, das ist Granit. Das habe ich eben auch hier schon abgebaut, aber es funktioniert ja leider nicht. Und hier unter der Treppe könnt ihr tatsächlich auch was finden. Und zwar, nehmt es mal, hier steht Nationalflag dran. Die nehmen wir mal mit und haben jetzt zweimal die Nationalflag. Die haben wir aber, soweit ich weiß, nicht in unserem Rucksack. Doch, haben wir schon. Komisch, beim ersten Mal hatte ich sie nicht im Rucksack. Wurscht, mit der könnt ihr auf jeden Fall hier auch was craften. Und zwar, wenn ihr hier zum Boot geht, dann könnt ihr hier eine Nationalflagge für euer Boot machen. Oder hier so eine Piratenflagge, aber dafür braucht man eben auch eine Piratenflagge. Die habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Aber vielleicht haben wir ja später Glück. Genau, dann kennen wir es ja schon. Hier die ganzen Dinger, die immer rumliegen. Dieses Bug Repellent oder wie man es ausspricht. Damit kann man sich einsprühen, dass halt die Käfer nicht zu einem kommen. Und ja, genau. Mehr ist es eigentlich nicht. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier rauf. Ihr müsstet eigentlich schon da oben gewesen sein. Denn ihr hattet ja die Questie.
Den Käfer kann man übrigens auch killen, aber was man genau mit ihm machen kann, weiß ich nicht. Ich schätze mal, den braucht man zum Angeln. Und ihr müsst wirklich immer ganz gut gucken, denn diese Schätze sind teilweise ein bisschen, ja, schwer zu sehen. Aber ich zeige euch gleich, wo ihr den ersten finden könnt. Wir gehen also mal hier rauf. Wir können auch mal einen Zahn zulegen. Na, so interessant ist jetzt auch nicht, die Treppen hochzulatschen. So. Und dann gehen wir nicht zu dem Turm hoch, sondern hier hinter. Beziehungsweise, wo ist er denn jetzt, der Baum? Lass mich mal kurz schauen. Genau, hier. Hier ist ja dieser Ast. Und hier findet ihr auch einen Schatz. Und zwar hier, das Ruby-Amulett. Und ja, das ist leider ein bisschen blöd, dass er das nicht in seinen Rucksack packt. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, suchen wir uns mal kurz hier oben eine Stelle. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon im Sneak Peek gesehen habt. Und schmeißen das Ganze hier einmal runter. Genau, das müsste jetzt unten liegen. Und hier haben wir tatsächlich Wilson. Für alle die, die ihn aus dem Film Castaway kennen. Wir werden Wilson jetzt aber auch mal da runterschmeißen. Ich hoffe, ich finde ihn dann wieder. Wohin fliegt er? Ah ja, okay, super. Denn Wilson könnt ihr tatsächlich auch brauchen für, wo ist es denn, Farming? Für diese Vogelscheuche. Dafür braucht ihr hier einmal Wilson. Gut, dann war hier oben irgendwo noch was, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Wir gehen also mal kurz runter. Da oben, wenn ihr den Turm hochgeht, findet ihr ja auch nur diese Kassette oder was das ist. Das, wie gesagt, solltet ihr ja alle schon gemacht haben. Okay, was war das? Hilfe, Leute, was passiert hier? Oh mein Gott. Angst? Ich kann nichts machen. Hilfe. Ich kann nichts machen. Och, jetzt kommt bestimmt gleich so ein Riesenhai. Was ist denn jetzt hier los? Okay, ich werde gleich sterben. Leute, das war scary. Ihr habt es alle genau gesehen. Das muss aber jetzt auch wieder mir passieren. Genau während einer Aufnahme, ne? So. Your health is low. Danke für die Info und ich bin tot. Super. Ist ja mal wieder typisch, 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 typisch. So, ich bin jetzt natürlich bei meinem letzten Punkt angekommen und wir haben es jetzt am Abend. Das heißt, ich gehe jetzt kurz pennen und dann machen wir auf jeden Fall auch gleich weiter. Na gut, wir sind jetzt wach, es ist 3 Uhr. Wir laufen jetzt einfach schon mal wieder zu dem Punkt, wo wir vorher waren. Denn wir müssen ja jetzt die Kette und Wilson dann wiederholen. Also was das jetzt war, ich kann es euch echt nicht sagen. Das war mega verspult. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Ich wäre sehr belastend. Apropos belastend, weil, ich weiß nicht, könnt ihr es sehen? Könnt ihr es sehen, mein Pulli? Warte mal. Belastend. Das ist auf jeden Fall mein Merch-Pulli. Falls ihr da Interesse habt, guckt auf jeden Fall in die Beschreibung. Da ist auch der Link zu meinem Merchi. Der ist ultra bequem, also wirklich innen total flauschig, voll perfekt für die kalte Jahreszeit jetzt. Das ist der Heavy Hoodie. Aber genug Werbung gemacht, wir düsen weiter. Und jetzt haben wir wieder dieses blöde Sauwetter. Ach scheiße, und mein Rucksack ist auch nicht leer. Naja, was soll's. Jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir jetzt nicht vom Ast runterfallen. Also einmal ganz vorsichtig hier lang gedüst. Komme ich schon hin? Nee. Noch ein bisschen. Jetzt. Was da für eine scary Musik auch immer dabei ist. Ich bin ja gespannt, ob wir seinen Onkel da finden. Also dann wieder hier Richtung Wilson gegangen. Und alles gedroppt. Drop it. Drop it like it's hot. So, und Wilson, du kommst ja auch runter. Gut.
Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nicht da hoch, sondern darunter. Irgendwo war noch ein Ring. Ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht mehr, wo. Wo habe ich den Ring gefunden? Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht finden wir ihn. Und jetzt gehen wir dann erstmal weiter um die Insel rum. Und schauen nach einem anderen Geheimnis. Wir können aber kurz mal einen Abstecher nach hier rein machen. Denn hier haben wir ja normalerweise auch Zettel, aber den habe ich jetzt schon gelesen, deswegen ist er leider nicht mehr da. Schade. Hier haben wir übrigens Clay Ore. Ich weiß gar nicht, was Clay auf Deutsch bedeutet. Und hier haben wir eine Gooseberry Plant. Die können wir auch ernten. Und hier links haben wir Kartoffeln. Kann man auch ernten. Dafür braucht man aber dieses Werkzeug hier. Hier, die Spade. Kostet aber auch nicht viel, bloß einen Stock und so einen geschärften Stein. Und dann kann man die ausbuddeln und kann sich geröstete Kartoffeln machen. Hier sind ganz viele Yucca-Palmen auch. Hier haben wir dann auch nochmal so ein Erz. Was ist das? Genau, Kupfererz und Zinn. Hier finden wir solche blauen und weißen Pilze. Hier hinten, das müsste eine Aloe Vera sein, wenn ich mich nicht täusche. Nee, Starfish. Genau, die kann man aber auch essen. Hier, diese Dinger ist Lemongrass. Und jetzt gucken wir weiter. Und zwar müssen wir jetzt einmal hier lang gehen, um diesen Stein herum. Und hier finden wir das Bronzeschild. Was es mit den Geheimnissen auf sich hat, das weiß ich leider auch noch nicht. Soweit habe ich noch nicht gespielt. Wir bringen das Schild jetzt erstmal zurück. Und dann auch die Kette und so. Und genau, dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, wir sind jetzt hier zurück in meiner Bude. Ich habe jetzt hier alles gesammelt und ich will eigentlich Wilson hier hinlegen, aber irgendwie möchte er nicht. Ja, dann bleib halt einfach da in der Ecke liegen. So, hier ist das Schild, hier ist die Kette, hier ist Wilson. Es gab aber doch tatsächlich irgendwo noch einen Ring. Jetzt lasst mich mal gucken. Genau, wir haben das Bronzeschild. Wir haben das Ruby-Amulett. Und wo war der Ring? Wo war der? Leute, ich weiß es nicht mehr. War der oben oder war der irgendwo unten? Ich gehe mal für euch gucken. Aber hier haben wir dann auch noch gleich eine nächste Pflanze und zwar eine Chili. Schauen wir doch einfach mal hier durch. Hier haben wir diesen Datura Tree. Den haben wir jetzt discovered. Was ist denn, wenn ich die Chili anhaue? Haben wir auch die discovered. Sehr schön. So. Dann. Ich glaube, ich habe den Ring irgendwo. Wartet mal hier hin. Oh, hier ist irgendwas, was mich ärgern will. Da, die Spinne. Weg mit dir. Ich hasse dich. Ah, puh. Tot. Ekelhafte Viecher einfach nur. So, was wollte ich sagen? Ihr müsst immer auf die Geräusche achten. Hier hinten war doch irgendwas auch. Ich dachte, hier wäre was gewesen. Ja, hier. Stimmt. Die Laterne haben wir nämlich auch noch. Okay. War der Ring dann doch woanders? Hm. Wir werden sehen. Bringen wir die mal zurück nach Hause. Komm, die können wir uns doch neben's Bett stellen. So. Zurück zu unserem Ginger. Auf Deutsch Ingwer, wenn das jemand nicht wusste. So, wie kann man denn den ernten? Auch leider mit dieser Pflanze. Was hat mit dieser Pflanze? Mit dieser Schaufel. Den braucht ihr nämlich, wenn ihr vergiftet wurdet von einem Komodowaran zum Beispiel. Dann ist es gut, wenn man Ingwer isst. Zumindest steht es in diesen Anleitungen so.
Was wir auch noch auf der Insel haben, sind immer solche Möbelstücke und die tatsächlich kann man auch kaputt machen. Ihr seht dann wieder den Fortschritt oben, wann es kaputt geht. Schauen wir mal. Genau. Und ihr bekommt dann nämlich Schrauben raus, Metall und auch Cloth. Und kann man das eigentlich auch kaputt machen? Oh ja, aber das geht nur ganz langsam kaputt. Dann lassen wir das jetzt mal. Hier ist ein Auto. Ich frage mich ja tatsächlich, wie auf so eine kleine Insel ein Auto kommt. Aber gut, das kommt wahrscheinlich von irgendeinem Schiff. Und hier habe ich auch noch nicht entdeckt, ob da irgendwas ist. Aber ich traue mich auch nicht ins Wasser wegen den Haien. Deswegen schnell wieder raus. Wir gehen mal weiter. Den Ring habe ich auf irgendeiner Steinspitze gefunden, Leute. Wenn ich euch jetzt nur sagen könnte, auf welcher. Sollen wir mal da runterspringen? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Müssen wir irgendwas essen oder so? Nein, also das passt. Und wir haben es 12 Uhr mittags. Dann gehen wir jetzt und suchen den Ring. Der müsste nämlich, glaube ich, auch irgendwo sein. Nee, also hier war er nicht. Da muss er auf irgendeiner anderen Steinspitze gewesen sein, tatsächlich. Eine Flaschenpost habe ich auch noch nicht gefunden. Beziehungsweise doch einmal tatsächlich, als ich mal das Spiel neu gestartet hatte. Da war die random, als man da hinten gestartet ist. Aber bisher habe ich leider keine mehr gesehen. Das hier ist auch gut. Das ist Seegras. Kann man auch gut verwenden. Wenn ich mich doch bloß erinnern könnte. Ich gehe jetzt nochmal da hoch, Leute. Ich habe Angst, hier raufzuspringen, Leute. Nicht, dass ich wieder runterfliege. Oh, okay, alles klar. Es hat geklappt. So, hier haben wir ja noch den Zettel. Den muss ich auch noch nehmen. Und der Ring war... Weiß ich nicht, Leute. Ich glaube, er war hier oben. Hm. Komisch. Und hier haben wir ja noch diese blöde Kassette, wo wir ja den PIN-Code für brauchen. Und ich habe aber tatsächlich noch nichts gefunden, was auf diesen PIN-Code hindeutet. So. Jetzt haben wir uns eigentlich lang genug auf der Insel umgeschaut. Falls ihr wisst, wo der Ring zu finden ist. Es war einer von den beiden, ich glaube, es war dieser hier. Den habe ich hier auf der Insel gefunden und zwar 100 Pro. Dann schreibt es mir doch auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich denke dann, dass wir in den nächsten Parts immer mal wieder von Insel zu Insel gehen. Also jede Insel einzeln durchmachen und gucken, was sich eben da so finden lässt. Es gibt ja auch Blueprints. Und genau, da gucken wir uns das auf jeden Fall an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.